unter die Lupe genommen. So, ihr habt es euch gewünscht und jetzt habe ich endlich mal gekauft Minecraft. Und zwar habe ich hier den Zombie mir geholt. Was da nun speziell, ja, ab welchem Alter, wie teuer das Ganze ist, erfahrt ihr auf dem Spielzeugland-Kanal. Und ich hoffe, der ein oder andere, ja, werde ich dort ja wiederfinden, ne? Es geht weiter, zwei Pakete habe ich bekommen. So, und es geht weiter mit Mascha und der Bär. Ich habe hier das Bärenhaus besorgt. Das ist ja eine sehr, sehr beliebte Kinderserie. Ich werde das Ganze auspacken, mal ein bisschen gucken, wie die Figuren verarbeitet sind. Und. Also der Spielzeugkanal ist jetzt nicht unbedingt ein Kanal für Kinder. Ja, falsch ausgedrückt. Also es werden jetzt keine Kinderfilmchen kommen, wo ich dann irgendwie so spiele mit den Figuren oder so. Es wird ein reiner Produkttester-Kanal in Sachen Spielzeug werden. Also was kostet das Ganze? Wo kann man es kaufen? Ich zeige euch ja die Verarbeitung der Sachen etwas genauer. Ich sage euch meine Meinung, ob sich der Preis lohnt, ob es überteuert ist und. Also eher ein Kanal für Eltern als für Kinder. Obwohl für Kinder ist er auch schön, weil man ja so ein bisschen die Spielsachen sich genauer angucken kann. Es geht weiter mit Minecraft. Und zwar haben wir einmal ihn hier. Nein, ich werde jetzt nicht wieder Englisch sprechen, weil, ja, bei den Adventskalender von wo die Nagellacke drin sind. Oh, ist ja ein reinster Shitstorm gerade ausgebrochen, was meine Englischsprache angeht. Mein Gott. Habt ihr nichts anderes zu tun, sage ich mir da immer. Das ist, ja, was soll ich sagen? So, und nochmal was von Minecraft. Erstmal die kleinen Figürchen. Es gibt ja Lego, es gibt ja so viele Sachen. Aber dementsprechend sehr, sehr teuer, was das Ganze betrifft. Und deswegen habe ich mich erstmal für die kleineren Figuren entschieden. Und dann Stück für Stück kommt immer ein bisschen, ja, mehr dazu. So, und wir haben noch was. Und zwar nochmal von Mascha und der Bär. Und diesmal habe ich Maschas Haus. Schaut mal an, wie süß das Ganze ist. Ja, auf dem Spielzeugland-Kanal seht ihr natürlich dann das ausgepackt und was das Haus vielleicht für Funktionen hat, wie es von drinnen aussieht, ob es überhaupt ein Haus ist, wo man drinnen spielen kann oder einfach nur die Ansicht von draußen ist. Ich bin selber sehr, sehr gespannt. Und ja, das war jetzt mein Amazon-Einkauf und fünf Artikelchen, die nicht gerade günstig waren. Also ja, es ist, es kostet schon ein bisschen was. Und wen das Ganze interessiert, dann ab auf den Spielzeugland-Kanal. Ich freue mich, wenn ich dort den einen oder anderen von euch da in den Kommentaren wieder treffe. So, das war's von mir. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag und sage bis bald, eure Katrin. Tschüss.